Ist Juicy Fields noch zu retten oder kannst du dein Juicy Fields Investment noch irgendwie retten? Ich möchte euch hier heute zwei Sachen vorstellen, die das zumindest mal suggerieren. Und ich versuche das neutral, so neutral wie möglich darzustellen und freue mich sehr, wenn ihr dazu eure Meinung dann auch hier lasst. Vielleicht noch ganz kurz, ich bin weder pro noch anti Juicy Fields. Ich versuche einfach über die Situation zu berichten, möglichst neutral. Ich habe selber dort investiert, habe selber derzeit keinen Zugriff auf mein Investment, habe also, wenn Juicy Fields tatsächlich den Bach runtergeht, genauso Geld verloren wie wir alle anderen auch. Ich glaube nicht, dass Juicy Fields ein lang geplanter Scam ist, sondern ich glaube einfach, dass die Firma sich an irgendeiner Stelle übernommen hat und jetzt in massiven Schwierigkeiten ist, und zwar verschiedenste Schwierigkeiten. Das ist allerdings tatsächlich einfach nur meine Meinung. Die kann falsch sein, die kann richtig sein. Ich freue mich, wenn ihr eure Meinung hier lasst. Lasst uns aber versuchen, freundlich und respektvoll miteinander umzugehen. Ja, dann kommen wir mal zu den beiden Neuigkeiten, die ich teilen möchte. Also hier einmal auf der Seite Juicy Fields AG. Genau, die hatte ich euch schon mal gezeigt. Abuse at JuicyFields.io. Und zwar ist hier der deutsche Text. Da wird gesagt, wir haben herausgefunden, dass die Inhaber und Betreiber der Plattform Juicy Fields euer Geld zu den beiden nachfolgenden Banken gesendet haben. Und dann werden hier die Kontaktdaten von zwei Banken genannt. Eine ist in Zypern und eine ist in Litauen. Und ja, man wird dazu aufgefordert, sich mit den Banken in Verbindung zu setzen und eine Rückzahlung des Geldes zu verlangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Also die einzigen, die eigentlich eine Rückzahlung veranlassen könnten, sind die, die es auch dahin überwiesen haben. Wenn jetzt sich irgendein Dritter an diese Bank wendet und sagt, naja, das ist eigentlich mein Geld, was Juicy Fields hier überwiesen hat, schickt mir das zurück, ist, glaube ich, die Bank, selbst wenn sie das wollen würde, warum auch immer, legal gar nicht in der Lage, das zu machen. Nichtsdestotrotz, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, könnt ihr euch natürlich an die Banken wenden und ich würde mich freuen, wenn ihr der Community dann Bescheid sagt, was der Outcome ist, ob das funktioniert hat oder nicht oder wie die Antwort der Bank war. Wie gesagt, ich sehe das skeptisch, aber sei es drum. Naja, und dann die zweite Information ist, was jetzt hier gerade neu auf der Juicy Fields Homepage erschienen ist. Habe ich gestern Abend zum ersten Mal gesehen, also es war am 18., heute ist der 19. Und ja, ich will das ganz kurz mit euch durchgehen. Und zwar wird hier so eine Art Juicy Fields Rettungsmechanismus beschrieben. Es ist unklar, wer das hier auf die Homepage gemacht hat. So wie das aussieht für mich, ist es wirklich so, dass, würde ich sagen, dass die Seite gehackt ist und dass da irgendwelche Leute Zugriff drauf haben, die es nicht gut meinen. Nicht gut meinen mit Juicy Fields, aber auch nicht gut meinen mit der Community. Aber auch da, macht euch euer eigenes Bild und lasst mir gerne eure Meinung da. Und zwar geht es hier darum, es werden Freiwillige gesucht, Volunteers needed, Freiwillige. Sie sagen, wir haben eine Initiative von Leuten gegründet, die als freiwillige Retter fungieren sollen. Und zwar bitten sie hier die Community, also alle Leute, die bei Juicy Fields investiert haben, sich an diese E-Mail-Adresse hier zu wenden mit den folgenden Informationen. Mit einer Videobotschaft, wo sie sagen, wo man ihr Gesicht sieht, also wo man dein Gesicht sieht, wo du sagst, dass du Geld verloren hast, wie viel du verloren hast, wo du deine ID oder deinen Pass in der Kamera präsentierst und wo du erzählst, woher das Geld, was du investiert hast, kam, also was die Quelle dieses Geldes war. Zum Beispiel deine Arbeitseinkünfte, Erbe oder sonst was. Und diese Quelle sollst du auch irgendwie schriftlich darlegen und ebenfalls an die E-Mail anheften. Weiterhin sollst du beschreiben, warum du dich beschwerst und warum deine Beschwerde dringend ist. Und dann werden die verschiedene Gründe genannt, warum diese Beschwerde dringend sein könnte. Zum Beispiel, weil du kürzlich deinen Beruf, deine Arbeitsstelle verloren hast, weil du krank oder sonst irgendwie beeinträchtigt bist, weil du eine bestimmte Anzahl oder große Anzahl von Kindern hast, die von deinem Einkommen abhängen oder weil du zum Beispiel Schulden hast und dringend diese Schulden bedienen musst. Genau. Diese Informationen sollen dann von dieser Gruppe an Freiwilligen geprüft werden und dann in eine Excel-Tabelle oder ein Google-Dokument eingetragen werden. Allein das finde ich komplett abstrus, dass hier in einer Detailliertheit beschrieben wird, in welches Dokument das eingetragen werden soll, klingt für mich komplett strange. Genau, dann steht hier ebenfalls, dass ältere Menschen, also Leute über 65 Jahre, bevorzugt behandelt werden sollen. Und all das soll gemacht werden, damit diese Leute, also
du, ihr, das Investment zurückbekommen. Genau, dann sollen sie hier, sagen sie hier, dass Gerechtigkeit herrschen soll natürlich, aber dass trotzdem diese Personengruppen, die hier oben genannt wurden, bevorzugt behandelt werden sollen, einfach weil sie einen höheren Bedarf haben. Und das klingt für mich super merkwürdig. Also erstmal ist es völlig unklar für mich, wo dieses Geld herkommen soll. Dann fragen sie danach persönlichen Informationen, die du einfach mal so an eine E-Mail-Adresse schicken sollst. Ja, das würde ich nicht tun. Also ich hätte auch gerne mein Investment zurück, trotzdem werde ich das sicherlich nicht machen. Na gut, jedenfalls geht es dann hier noch weiter. Die planen Friendly Pickets, das sind sozusagen Mahnwachen, Streikwachen an den Büros von Juicy Fields beziehungsweise an den Wohnorten der Direktoren und Aktien-Shareholders, sind Anteilseigner. Die Idee ist, da im Prinzip Aufmerksamkeit zu kreieren, aber eben auch Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wie sich das Leben des Boards, also das Leben der Direktoren, verändert hat. Und mit ihnen zu sprechen, was sie darüber hören, was sie über die Verschwörungstheorien denken. Naja. Hier gibt es dann jetzt ganz interessante finanzielle Informationen, wobei ich auch nicht weiß, ob die nicht komplett aus der Luft gegriffen sind. Aber sie sagen, sie haben einen Audit gemacht der Bilanzen und dementsprechend sagen sie, dass im Prinzip für jeden eine Pflanze refunded werden kann. Auch hier. Ich meine, eine Pflanze, was für eine Pflanze? Juicy Fields hatte 3 oder 4 verschiedene Pflanzen mit unterschiedlichen Preisen im Angebot. Und es ist tatsächlich gerade zufällig eine Pflanze pro User, finde ich schwierig zu glauben. Sie sagen also im Prinzip, dass es 260.000 Pflanzen gibt. Also 130 Pflanzenklone können eben verwendet werden, um die User auszubezahlen. Was übrigens implementieren würde, dass es 130.000 User gab. Keine Ahnung, ob das stimmt. Und 130.000 Pflanzen sollen verwendet werden, um das Geschäftsmodell weiterzuführen, dass Juicy Fields überleben kann. Tja, weiß ich nicht, was ich darüber halten soll. Dann geben sie hier noch verschiedene andere E-Mail-Adressen an, an die man sich wenden kann, um seine Story zu erzählen, um sich zu beschweren, sich mit deren Anwälten in Verbindung zu setzen und so weiter. Und dann, das ist nochmal hier eine ganz haarsträubende Geschichte, the guys in black hats, also eben die Leute in schwarzen Kapuzenpullis, also im Prinzip Leute, die Cannabis verkaufen auf der Straße, am Bahnhof und so weiter, sollen sich melden, angeben, wie viel Cannabis sie brauchen, um das zu verkaufen, und zwar an diese Adresse, mafia@juicyholdings.com. Und dann noch hier so ein Satz, es ist gut, Teil einer großen italienisch-russischen kolumbianischen Familie zu sein. Also, das klingt schon ziemlich krass nach Räuberpistole für mich. Das ist auf jeden Fall ein ganz eindeutiges Zeichen, dass die Seite gehackt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Betreiber von Juicy Fields sowas auf ihrer Homepage machen würden. Wahnsinn. Das sind eigentlich im Prinzip die Neuigkeiten, die ich heute mit euch teilen wollte. Ja, das Ganze macht mich natürlich jetzt nicht unbedingt optimistischer, ne? Nichtsdestotrotz ist das Ganze meiner Meinung nach immer noch nicht komplett tot. Wir wissen nicht, ob da im Hintergrund nicht doch Sachen stattfinden, die Firma gegebenenfalls zu retten, aber es sieht natürlich jetzt einfach nicht gut aus, das muss man auch ganz klar sagen. Ich würde immer noch dafür appellieren, Ruhe zu bewahren. Ich bin sehr skeptisch, was solche sogenannten Rettungsaktionen angeht, da sollte man wirklich sehr vorsichtig und zurückhaltend sein. Und das ist im Prinzip, was ich heute mit euch teilen wollte. Ich freue mich über euer Feedback und bin mir sicher, dass es bald ein weiteres Update geben wird. Bis dann, ciao.